Mich würde interessieren, wer von euch hat denn Träume? Ja, ich sehe es, ja, sehr viele, fast alle. Dann haben wir schon was gemeinsam, denn auch ich habe Träume. Und meine Träume sind ganz unterschiedlich. Manche sind riesengroß und manche erscheinen vielleicht für andere selbstverständlich und wieder andere erscheinen unerreichbar. Meine Träume sind zum Beispiel, mit einer alten Dampflok durch eine schöne Landschaft mit weiten Wiesen und Wäldern zu fahren. In einem Hochseilgarten in einigen Metern Höhe zwischen den Bäumen auf dünnen Holzbrettern einen Parcours bezwingen und anschließend einige Meter an einem Seil durch die Luft sausen zum nächsten Baum. Mit einem Heißluftballon am Himmel schweben und die Welt von oben erblicken. Mit meinem Hund gemeinsam an einem wunderschönen Strand im Meer schwimmen, verrückt wie ein Kind eine Düne runterrollen und die interessante Welt der Tiere im Watt entdecken. In Los Angeles am Venice Beach an der Strandpromenade ein Tattoo stechen lassen. Und einmal in Hollywood am Walk of Fame an den Sternen langschlendern. Und mit einem Boot über den gigantischen Amazonas schippern, durch den Dschungel marschieren, um dann dort ohne Strom oder anderen Luxus in einer Holzhütte wie die Einheimischen zu leben. Das wäre schon toll. Und wenn ihr jetzt denkt, vieles davon werde ich in meinem Leben nie machen können, dann sage ich euch eins, das sind gar nicht meine Träume. Es sind meine Erinnerungen. Ich hatte mal ein ganz interessantes Gespräch mit meiner früheren Arbeitskollegin. Ich erzählte ihr von einem wunderschönen Urlaub, in dem ich tauchen war und zeigte ihr Bilder von einem besonderen Fotoshooting, bei dem ich nur in durchsichtige Tücher gehüllt war. Sie war total begeistert und völlig aus dem Häuschen und würde ja auch gern mal tauchen gehen und würde auch gern solche Bilder haben. Ich schaute sie an und sagte zu ihr, träume nicht dein Leben. Lebe deinen Traum, denn mir läuft für manche Sachen die Zeit davon. 6 Monate später hätte ich das Fotoshooting körperlich so gar nicht mehr geschafft. Was glaubt ihr, wie glücklich ich bin, es genau richtig gemacht zu haben? Und das hat mich gelehrt, gewisse Dinge, Ziele und Träume nicht aufzuschieben. Denn seid euch bewusst, euer Leben kann sich von heute auf morgen durch einen Unfall, eine Krankheit oder einen anderen Schicksalsschlag stark verändern. An die Reise in den Dschungel habe ich 10 Jahre zuvor nicht geglaubt. Vor 3,5 Jahren bekam ich die Chance, zu einem Schaman nach Peru zu reisen. Und nach wenigen Tagen fiel die Entscheidung und nach 6 Monaten Planungszeit ging der Flieger, trotz vieler unvorhersehbarer Risiken. Und ich habe es geschafft, eine Reise, an die ich 10 Jahre zuvor nicht geglaubt habe. Und ihr? Wie viele eurer Träume habt ihr schon zu eurer Realität gemacht? Ich habe immer noch Träume. Das Nordland mit seinen Fjorden und Polarlichtern bewundern. Wandern in den Bergen, Skifahren oder die Höhenluft auf dem höchsten Berg Deutschlands atmen. Mit einem Gleitschirm zwischen den Bergen segeln und sich frei wie ein Vogel fühlen. Elefanten, Giraffen oder Löwen in der freien Wildnis in Afrika beobachten. Um die halbe Welt nach Neuseeland reisen, ja oder sogar mit einem kleinen Segelboot die 7 Weltmeere erforschen. Es sind Träume und nicht jeden davon werde ich mir erfüllen können. Doch sie zu haben und etwas dafür zu tun, gibt mir ein gutes Gefühl. Wenn der Wille stark genug ist, wird sich immer ein Weg finden. Ich habe mich entschieden, den Weg zu gehen, im Sinne meiner Träume zu handeln und zu kämpfen. Walt Disney sagte mal, alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Also beschäftigt euch mit euren Träumen, recherchiert und plant sorgfältig und dann legt los. Denn ich will damit nicht sagen, dass ihr morgen losrennen sollt und euren Job kündigen sollt. Ich habe mich entschieden, meine Träume zu verwirklichen. Und das tue ich.
Danke schön. Danke. Vielen Dank.